Hallihallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Shin Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shin Megami Tensei 5. Wir machen genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir haben letztes Mal einen Samurai besiegt und den Heiligen Vogel. Zwei sehr interessante Minibosse. Da hat sich das eine lange Warten ja halt wirklich für euch gelohnt, ne? Hab direkt zwei Minibosse bekommt. Nachdem es 3 Wochen kein Video zu Shin Megami gab. So, vorsichtig. Ich will den nicht verscheuchten. Ich weiß ja, dass der da steht. Okay. Schwarzer Midama. Mal gespannt, was der droppt. Ich gehe auch nur mal sicher zur Not und nutze hier ein Juwel. Wie hieß der? Kushimitama. So, gegen was war der schwach? Gegen Licht, guck mal. Ach, gegen Finsternis. Guck mal. Hab den perfekten Gegner für ihn. Die sind halt immer instant tot. Ah, die liefern auch sowas wie Evangelium, okay. Ist ein bisschen enttäuschend. Weil die Roten liefern das auch sehr oft. Kannst du mal was Nützliches ausgraben? Wartet, ich guck mal hier von oben da drauf. Das sieht aus, als ob dort was sein könnte. Kann aber auch natürlich sein, dass das nur der Weg hin ist. Wäre gerade fast runtergefallen. Wieder was zum Verkaufen. Na dann, XP für alle. 700.000 einfach mal. Dann seht ihr das ganze Team nochmal. Oh, ein neuer Skill für die. Nehme ich statt dem Todesschwert tatsächlich. King Frost hat auch eine neue Fähigkeit. Mabufula. Ja, Eisatem ist eigentlich besser. Außerdem habe ich ja Königsbufula. Das macht auch mittleren Schaden. Das ist besser als Mabufula. Und ein Lebensstein. Okay. Ich könnte mir den ja auch noch eben kurz krallen, ne, fürs Team. Ich habe ihn einfach instant bekommen. Ich hatte nur so ein komisches Kniebeugenturnier mit denen gemacht und habe instant ihn bekommen. Und den Mimann hatte ich schon von der Seite gesehen. So, hier direkt unter mir ist eine Kiste, die gönne ich. Ose-Essenz. Kann ich nicht gebrauchen, tatsächlich. Ich hatte kurz, Schiss, dass mich das Vieh angreift. Ich muss hier hoch zum, Portal. Ich muss hier rechts rum. Du warst, glaube ich, der mit dem Horus, ne? Nee. Müsste mal gucken, wer da mit dem Horus war. Ich glaube, ich hätte mittlerweile auch genügend Glory, mir irgendwas zu holen. Mal eben kurz eine neue Fähigkeit holen.
Wunder lernen. Irgendwas, das mir im Kampf nützt, am besten. Ja komm, ich mach mal meine Elektrofähigkeit einen höher. Damit ist mein Donnerbrausen stärker geworden. So, jetzt muss ich einfach nur die Brücke durch. Nee, hört mal auf, nach mir zu hauen. Nonnensutra? Ein paar stärkere Räucherstäbchen. Ich spüre eine Abszesse in der Nähe. Und ein Mimer, der sich eventuell unter einer Brücke versteckt. Das ist ja schon eine Meta geworden. Und ich sollte recht behalten. Die verstecken sich immer unter Brücken. An jeder Brücke ist mindestens ein Mimer. Ich hatte schon eine, da waren zwei. So, da vorne ist auch ein Drachenlinienquell. Nein. Ich will hier bleiben. Ich will jetzt nicht zurückreisen müssen. Eine neue Aogami-Essenz Typ 7. Was ist denn das denn jetzt schon wieder für eine Fähigkeit? Muss ich sofort nachgucken. Oh, Sequenz. Oh. Ja, werde ich. Seki-Essenz. Okay, danke. Ich dachte, da kommt eine Zwischensequenz, deswegen hatte ich mich weggemacht. Den Drachenlinienquell registrieren und Welt der Schatten. Ich will gucken, was das neue Wunder ist, das ich jetzt erlernen kann. Also die neue Fähigkeit. Essenzfusion Typ 7. Wilder Wirbelhieb müsste es sein. Achtmal leichter physischer Schaden bei zufälligen Gegnern. Noch stärker bei kritischem Treffer. Also wie Aramar, sondern nur bei allen statt bei einem. Ja, das Ding ist... Ich glaube, ich habe gerade so genügend Platz für alle Fähigkeiten. Na gut, habe ich halt nur Naubino-Fähigkeiten, ne? Ist halt eine neue Fähigkeit. Gucken wir uns im nächsten Kampf auch direkt an, die Fähigkeit. So, du willst quatschen, ne? Ja, ich will dich mitnehmen. Du sollst schön weiter bei mir bleiben. Als ob ich dich wegschmeiße. Ist praktischer, wenn ich bei mir habe. So, jetzt kommt die Sequenz. Die ich gerade eben erwartet habe. Das habe ich nur daran gemerkt, dass da was steht. Okay. Ja, das ist nicht gerade nett. Es sind drei Dämonen. Ich dachte, das wäre eine Person, die in der Mitte. Ein Nahobino. Gut, dann kann ich mich ja wieder ins Bild packen. Hm? Ich will die ganze Sache hier klären. Habe ich gesehen. Sie haben aber ihre Gründe.
Kommt man irgendwie durch die Flammen? Ich muss ja irgendwie diese Flammenwand noch wegbekommen. Damit komme ich wahrscheinlich durch, ne? Ja, dadurch darf ich durch die Flammenwand. Und mehr scheint hier an der Stelle auch nicht zu sein. Doch, hier ist noch ein Mii-Mann. Hallo, kleine Mann. Da unten ist sehr viel Geld. Nehme ich mit. Sobald ich gelernt habe, wie man sich richtig davor stellt. Oh, so viele Glückszettel. Jetzt müsste ich die Nachrichten darauf nur lesen dürfen. Wisst ihr, diese Dinge, die sehen so cool aus und tun einfach gar nichts. Na gut, an der Stelle bin ich fertig, ne? Direkt zur Feuerwand. Mhm. Der Riese ist in den Flammenball, wenn der schon mit Feuer kämpft. Ich sollte mir meine Wasserkameraden ins Team holen, beziehungsweise meine Eiskameraden. Heißt Alice, nicht, sondern König Frost und Seejungfrau. Idun bleibt im Team, weil ich immer einen Heiler gebrauchen kann. Na gut. Es hieß, dahinter erwartet mich eine Gefahr, höchstwahrscheinlich ein Boss. Deswegen mache ich hier tatsächlich schon Schluss für heute. Den Boss machen wir beim nächsten Mal. Die Bosskämpfe dauern meistens immer 10 bis 15 Minuten und das würde den Part einfach nur strecken. Deswegen hoffe ich, dass der kurze Part hier für heute reicht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir durch die Flammen gehen. Tschüss!